Heublumenbad. Heublumenbad ist eine Form der Heublumentherapie. Heublumenbad wurde besonders von Sebastian Kneipp wertgeschätzt. Für ein Heublumenbad nimmt man 500 Gramm Heublumen, übergießt das mit kochendem Wasser, lässt es eine Weile ziehen und anschließend kann man diesen Aufguss dem Badewasser zusetzen. Heublumenbad wird angewendet bei verschiedenen Indikationen. Dazu gehören zum Beispiel rheumatische Erkrankungen, Erkrankungen, die mit Hautausschlag einhergehen. Heublumenbad kann auch zur Entgiftung verwendet werden. Heublumenbad kann man auch als ansteigendes Bad nutzen, wo also die Wärme immer weiter erhöht wird. Nach einem Heublumenbad kann man anschließend auch eine Heublumentrockenpackung anschließen. Heublumenbad kann verwendet werden bei verschiedenen weiteren Erkrankungen. Dazu gehören eben auch Gelenkserkrankungen, auch Müdigkeit, Abgeschlapptheit oder auch vegetative Dystonie. Heublumen sind etwas Erfrischendes. Sie wirken auch auf die Psyche, helfen, sich zu entspannen und fröhlich zu sein. Und sie haben auch eine gewisse Wirkung für Heilung.